Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am Pokertisch der Globalmächte sind die Einsätze momentan sehr hoch. Dabei fällt der sogenannte Pott nicht immer dem Spieler mit der stärksten Hand zu, sondern häufig auch demjenigen, der am besten zu bluffen versteht. Die Karten der liberalen Demokratien und Europas, um in diesem Bild zu bleiben, sind vielleicht gar nicht schlecht. Aber es wird zu viel gezaudert und zu wenig gehandelt, sodass das Spiel von Populisten in den USA und in Europas Mitte oder von Autokratien wie Russland und China ambitionierter und daher erfolgreicher ist. Über die Einflussnahme Russlands sprechen wir schon lange. Und China? Die Volksrepublik bildet, so sagt unser heutiger Gast Kai Strittmatter, die weitaus größere Herausforderung für Europa, denn sie ist inzwischen Taktgeberin der Weltwirtschaft. Innenpolitisch blieb das Land stets autoritär, außenpolitisch hielt es sich bedeckt. Doch unter Xi Jinping, dem mächtigsten Staats- und Parteichef seit Mao, erfindet sich der ostasiatische Staat neu, und zwar in offener Konkurrenz zum Westen. Ja, China ist traditionsbewusst, aber gleichzeitig versteht es die Instrumente des 21. Jahrhunderts versiert und wirkungsvoll einzusetzen. Peking setzt auf Big Data und künstliche Intelligenz wie keine zweite Regierung, mit dem Bestreben der Wirtschaft einen Modernisierungsschub zu geben und den politischen Apparat widerstandsfähiger zu machen. China möchte mit diesen digitalen Zauberwaffen einen perfekten Überwachungsstaat schaffen, der alle und alles kontrollieren kann. Der Einsatz intelligenter Überwachungskameras bei den seit 11 Wochen andauernden Demonstrationen in der wirtschafts- und finanzstarken Sonderverwaltungszone Hongkong ist nur ein kleines Beispiel, mit welchen Mitteln China gegen alles vorgeht, was seinen Interessen im Weg steht. In seinem Vortrag wird Kai Strittmatter die klassischen sowie die neuen Mechanismen der Diktatur beschreiben und zeigen, wie Xi Jinping dem autoritären Staat ein digitales Update verpasst und was das für uns bedeutet. Zuvor möchte ich Ihnen unseren Referenten aber kurz vorstellen. Kai Strittmatter studiert Sinologie in München, Xi'an, Volksrepublik China und Taipei, Taiwan. Nach dem Besuch der Deutschen Journalistenschule in München arbeitet er als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Von 1997 bis 2005 ist er in deren Auftrag in Peking, von 2005 bis 2012 in Istanbul und anschließend zieht es ihn erneut bis 2018 in Chinas Machtzentrum. Seitdem ist er Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Skandinavien. Ausgezeichnet wurde Kai Strittmatter 2014 mit dem Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie Reportage, Essay, Analyse für seine Auslandsreportage Wolfskind, in welcher er an die beklemmende Zeit der chinesischen Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren erinnert. Zu seinen Publikationen gehören unter anderem Atmen einstellen bitte, Pekinger Himmelsstürze, Vorwärtsgenossen, chinesische Sternenfischer, der Fotoband Istanbul, Metropole zwischen den Welten sowie das 2018 erschienene Buch Die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Kai Strittmatter gilt als einer der besten Kenner Chinas und sein aktuelles Buch darf als Erbe seines Lebens und Wirkens in China angesehen werden. Lieber Herr Strittmatter, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns nach Saarbrücken gekommen sind und begrüße Sie noch mal ganz herzlich in der Stiftung Demokratie. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ist ja verrückt, das Wetter hier. Ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt in Kopenhagen, in Skandinavien. Bis ich weg bin aus China im letzten Jahr, dachte ich, China sei die größte Herausforderung. Der wäre also immer China. Alles dreht sich um China. Die ganze Welt dreht sich um China. Mittlerweile habe ich gelernt, es gibt noch eine, die größer ist. Und das ist der Klimawandel. Ich durfte schon ein paar schöne Klimawandelgeschichten machen in Skandinavien. Gleichzeitig aber begegnet mir auch China auf Schritt und tritt in diesem Land. Grönland gehört auch zu mir. Das haben Sie mitgekriegt, oder? Trump will Grönland kaufen. Und warum will er Grönland kaufen? Natürlich, weil China auch schon da ist. Die Chinesen wollten, wie sagen Sie eigentlich hier? Entschuldigung, sagen Sie China, China? China. China. Ah, ja. Der alte Streit. Ich als Süddeutscher, ich komme aus dem Allgäu. Österreichische Grenze, Schweizer Grenze und wir sagen China.
Und ich schäme mich da auch kein bisschen irgendwie. Das Wort kommt her, das kommt von der alten Qin-Dynastie. Ich weiß nicht, ob Sie von der schon mal gehört haben. Das war der Kaiser, der erste Kaiser des Landes. Der hat China vereint und der war ziemlich brutal. Der hat irgendwie viele Gelehrte lebendig begraben, hat Bücher verbrennen lassen. Die konfuzianischen Klassiker hat er verbrennen lassen. Er hat aber auch die große Mauer zusammengefügt. Er hat die Währung vereinheitlicht. Und also die Chinesen haben ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu dem Mann, weil er einerseits der brutalste Tyrann war, den das Land jemals gesehen hat, bis Mao Zedong. Und auf der anderen Seite hat er aber viel für die Einheit des Reiches getan. Und seine Dynastie heißt Qin. Und da kommt das Wort China her. Oder China. Oder China. Aber eigentlich müsste es, wie gesagt, dann eigentlich China heißen. Also ist es gerade wurscht. Wir haben alle Unrecht. Und keiner braucht sich besser fühlen. Ja, warum habe ich dieses Buch? Es geht, wenn ich es mal ganz kurz zeigen darf, vielleicht selber vergesse ich es immer, aber. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich bin raus aus China, ich bin da nicht mehr. Nach 30 Jahren, vor 30 Jahren war ich als Student da. Mir hat es gereicht am Ende. Ich habe auch drei kleine Kinder. Wenn Sie Fernsehberichte gesehen haben, wenn Sie selber in China waren, wissen Sie, dass der Smog ziemlich brutal war irgendwie. Also ich wollte meine Kinder da rausbringen. Mir war es aber auch politisch am Ende zu deprimierend eigentlich. Und warum? Weil die letzten 6-7 Jahre, ich bin 2012 hingekommen, im selben Jahr, ich bin in demselben Jahr nach Peking gekommen wie Xi Jinping, der neue Kaiser, der neue Parteichef. Und das ist echt erstaunlich, was seither passiert ist. Es sind Dinge passiert, die keiner von uns für möglich gehalten hätte. Ja, keiner von uns Beobachtern, keiner von uns Journalisten, meine Kollegen auch nicht. Und auch nicht meine chinesischen Freunde, egal ob sie Professoren sind an der Uni, egal ob sie Parteimitglieder sind selber, ob sie auch Journalisten sind. Keiner hat das vorhergesehen, was dann in den darauffolgenden 6-7 Jahren passiert ist. Die Art und Weise, wie dieser Mann dieses Land verändert hat. Und das ist etwas, das ist eine Botschaft irgendwie, mit der ich jetzt hier herumreise und warum ich das Buch geschrieben habe. Dieses China, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sind, hat mit dem China, mit dem die meisten von uns aufgewachsen sind in den letzten 30, 40 Jahren oder aber den Großteil ihres Lebens verbracht haben, nichts mehr zu tun. Ja, ist ein bisschen übertrieben, natürlich hat es was damit zu tun, aber es ist ein neues China. Ja, es ist nicht mehr das China von Deng Xiaoping, es ist nicht mehr das China von Reform und Öffnung. Das China, das neugierig war auf die Welt und wir waren neugierig auf dieses China. Deswegen bin ich ja da gelandet, 86 als Student. In Xi'an habe ich studiert, in der alten Kaiserstadt. Xi Jinping hat dieses Land auf mehrfache Weise verändert. Ja, zum einen hat er Schluss gemacht mit all den Freiheiten, die sich die Chinesen in den letzten 25, 30 Jahren eigentlich so langsam erkämpft hatten und die dieses Land auch so spannend und so interessant und so toll für uns gemacht haben. Ja, und also es gab da plötzlich eine Zivilgesellschaft, es gab da ja, Umweltschutzgruppen, Frauengruppen, es gab und gibt eine erstaunliche moderne Kunst. Bewegung. Es gibt ganz tolle Künstler, Unternehmer, Intellektuelle, Akademiker, die viele Jahre kleine Freiräume hatten und die stetig daran gearbeitet haben, diese Freiräume immer ein bisschen größer zu machen. Und dann kommt Xi Jinping und fährt mit dem Rasenmäher darüber und macht Schluss mit allem. Ja, es gibt, also manchmal wird ja gesagt, Xi Jinping sei der neue Mao Zedong. Das ist Quatsch. Abgesehen davon, dass Mao mehr als 40 Millionen Leute auf dem Gewissen hat. Etwas, was Xi Jinping wahrscheinlich nie haben wird, sind es zwei völlig unterschiedliche Naturelle. Ja? Also Mao Zedong war der ewige Rebell, der Revolutionär, der Chaot auch. Ja? Mao hat das Chaos geliebt und hat sein Land wirklich mit Absicht in das größte Chaos gestürzt, also Kulturrevolution zum Beispiel, ja? Weil er darin wirklich, er ist in diesem Chaos aufgeblüht und er hat seine Macht dann immer, ja, es war noch Machtspielchen von Mao, warum er das gemacht hat. Xi Jinping ist das Gegenteil. Xi Jinping hasst Chaos. Xi Jinping ist ein absoluter Stabilitäts- und Control-Freak. Ja. Aber er zitiert Mao öfter. Er benutzt ein paar seiner Methoden und er zitiert ihn öfter. Zum Beispiel, eines der Zitate, das immer wieder kommt, ist, er sagt, egal ob der Norden, egal ob der Süden, egal ob der Westen oder der Osten oder das Zentrum, die Partei herrscht über alles.
Ja. Also, die Partei muss wieder die absolute Kontrolle über alles haben. Ja. Deng Xiaoping, ja, der Mann, der die Reformen, die Wirtschaftsreformen gemacht hat, der hat eigentlich vieles von dem, was der gemacht hat, war die Reaktion auf Mao. Mao hat das Land in den Ruin getrieben. Mao hat das Land wirklich in Ruinen gelegt, eigentlich. Ja. 10 Jahre keine Universitäten offen, keine Schulen. Ja. Die Wirtschaft am Boden. Ja. Und Xi Jinping, na, was, jetzt bin ich ein bisschen abgehoben, weil wo war ich bei Mao, 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 das Chaos, die Ruinen und Xi Jinping das Gegenteil. Nee, Deng Xiaoping, ich war bei Deng Xiaoping, gell? Deng Xiaoping hat dieses Land, wollte dieses Land wieder aufbauen, wollte es wieder groß machen, stark machen und hat mehrere eigentlich Lektionen aus dem Verhalten von Mao gelernt. Ja, er hat gesagt, sowas darf es nie wieder geben, es darf keinen Führerkult mehr geben, es darf keine Ein-Mann-Diktatur geben. Wir machen ein Kollektiv, ja, wir haben das Politbüro, wir haben zusammen das Sagen irgendwie. Die Macht wird dezentralisiert. Die Macht ist nicht mehr zentral im Peking nur und nur bei einem Mann, sondern wir geben die Macht auch runter an die Provinzen und an die Städte. Und die dürfen machen, was sie wollen, zum Teil wirtschaftlich zum Beispiel. Ja. Also politische Herausforderungen waren immer tabu. Aber warum gibt es denn so Dinge wie Joint Venture und sowas? Das war eine Erfindung in den 80er Jahren von Deng Xiaoping. Das waren Sachen, die die Städte und Provinzen selber ausprobieren durften. Wie kann man am besten jetzt wieder Geld machen? Wie kann man die Ausländer reinlocken? Ja, so diese Freihandelszonen und lauter solche Dinge. Und Peking hat die alle machen lassen und hat immer geguckt, was klappt am besten. Und dann, ja, Schluss jetzt wieder. Ja, diese ganze Experimentierlust hat Xi Jinping abgestellt. Die Macht wird wieder zentralisiert. Es gibt wieder einen Führerkult. Plötzlich singen die Leute wieder Lieder auf den großen Führer. Und überall hängt sein Bild. Und wenn er mal in Peking in ein Baozi-Restaurant geht, das sind so gedämpfte Hefeklöße, dann hängt am nächsten Tag der Stuhl, auf dem er saß, eingerahmt an der Wand. Also, was macht Xi Jinping? Mit dem einen Bein geht er zurück in die 50er Jahre, muss man eigentlich sagen. Er geht zurück in ein total repressives China. China ist wieder so repressiv im Moment, wie es wirklich seit den Zeiten Mao Zedong nicht war. Ich sage nicht, es ist so repressiv wie Mao, weil Mao war viel schlimmer als Xi Jinping. Das möchte ich mehrfach betonen. Aber seit Mao gab es keinen, der so repressiv war wie Xi Jinping. Und ich sage die 50er Jahre, weil in den 60er Jahren hatten wir die Kulturrevolution, die kann man nicht übertreffen. Also die 50er Jahre, als China relativ stabil war, der Kommunismus gerade eingeführt war. Xi Jinping, das ist für Xi Jinping so eine Art heilige Zeit. Ja, da war er klein, sein Vater war ein Weggenosse Mao Zedongs. Und er idealisiert diese Zeit so ein bisschen. Ja, er redet viel wieder von Marx. Er hat die Ideologie wieder zurückgebracht. Plötzlich, also Marx war total wurscht in China. Ja, also das Deng Xiaoping, sein berühmter Spruch, egal ob eine Katze weiß ist oder schwarz, Hauptsache sie fängt Mäuse. Ja, völlig egal, ob du an Marx glaubst oder nicht. Und so wurde China ja plötzlich über all die Jahre zum kapitalistischsten aller Staaten überhaupt. Ja, also teilweise mit einem Manchester-Kapitalismus brutaler, als wir den hier in Europa an irgendeinem Ort haben. Das war Deng Xiaoping. Jetzt haben wir wieder Xi Jinping. Die Ideologie bringt er zurück. Der Westen ist wieder der Feind, der ideologische Feind. Wortwörtlich steht das so in Parteipublikationen in Peking und zwar schon seit 5, 6 Jahren. Er redet viel von Marx. Jetzt war Marx natürlich der große Idealist eigentlich. Ja, Marx unter all den kommunistischen Theoretikern. Er redet viel von Marx, aber ist Xi Jinping wieder wirklich der große Idealist? Ich würde behaupten, nein. Er führt Marx auf den Lippen und im Mund, aber in Wirklichkeit steckt ihm der Lenin in den Knochen. Er ist ein knallharter Machtpolitiker. Es geht einfach, wie gesagt, um die Kontrolle der Macht. Es geht um die absolute Kontrolle der Macht durch die Partei. So. Das ist das eine. Ja, er geht also zurück in die 50er Jahre. Das müsste uns jetzt eigentlich so als Europäer erstmal nicht so große Sorgen machen, weil ein sozialistisches System, wie wir es in den 50er Jahren hatten, das gab es ja mehrere auf dem Planeten und keines von denen hat irgendwie großartig funktioniert. Am Ende alle sind sie entweder dahingeschieden, wie das der Sowjetunion, oder aber sie existieren noch, wie das nordkoreanische oder Kuba, wobei Kuba war ein bisschen später, aber nicht besonders erfolgreich. Ja. Warum ist China dann eine große Herausforderung für uns? Weil Xi Jinping noch viel mehr macht.
Mit dem einen Bein geht er zurück in die 50er Jahre, mit dem anderen aber geht er weit ins 21. Jahrhundert. Und er geht an einen Ort, an dem noch kein anderer war. Kein Herrscher, kein demokratischer Herrscher und auch noch kein Diktator. Mithilfe der neuen Informationstechnologien. Ja. China stürzt sich auf diese Informationstechnologien, auf die Digitalisierung oder in die Digitalisierung mit einer Wucht und mit einer Leidenschaft. Also ich rede jetzt von der Regierung, wie keine zweite Regierung dieses Planeten. Auch die amerikanische nicht. Naja, die schon gar nicht. Trump hat seine künstliche Intelligenzstrategie 2 Jahre nach der Kommunistischen Partei China vorgestellt. Angela Merkel 1 Jahr danach übrigens. Er stürzt sich mit aller Wucht und Leidenschaft da rein. Und warum? Weil die Kommunistische Partei Chinas entdeckt hat, dass all diese Theorien, die wir mal hatten, vielleicht erinnern Sie sich, irgendwie vor ein paar Jahren noch hieß es doch, die neuen Informationstechnologien, das war ja schon mit dem Kabelfernsehen, glaube ich, das war das Erste, das Fernsehen, oder Satellitenfernsehen, Entschuldigung, nicht Kabelfernsehen. Satellitenfernsehen, wow, neue Informationstechnologie, 80er Jahre damals, irgendwie, ja, oh, das können die nicht kontrollieren. So kommen plötzlich Informationen überall hin. Ja. Später, nach dem Satellitenfernsehen, was war es denn als nächstes? Handys und also jede neue Informationstechnologie wurde mit diesem Optimismus der Demokraten aufgeladen. Das bringt die Freiheit noch in den letzten Winkel der Welt. Und das Internet ganz besonders. Ja. Da gibt es ganz tolle Zitate, also von Bill Gates. Bill Gates hat eines der schönsten gesagt. Er hat gesagt, das Internet unterwandert automatisch alle autoritären Regime und bringt die Freiheit eben in autoritäre Staaten. Zu versuchen, das Internet zu kontrollieren, wäre so, als würde man versuchen, einen Wackelpudding mit einem Nagel an die Wand zu nageln. Ja, das Tolle ist bloß, die Chinesen haben genau das gemacht. Ja, der hängt wunderbar da, der Wackelpudding. Die Chinesen haben gezeigt, und das ist wirklich was relativ Neues, auch mit dem Internet und mit den Social Media. Also das sind ja nochmal 2 Dinge, das traditionelle Internet und später die Social Media Gadgets, die wir über unser Handy, also die Apps, ja, was bei uns Facebook, Twitter und so weiter ist, was in China andere Namen trägt, weil die Chinesen alles, was wir haben, verbieten oder verboten haben und dann ihre eigenen Kopien, die sie eben besser kontrollieren können, hingesetzt haben. Und sie haben entdeckt, nicht nur, die Kommunistische Partei Chinas hat entdeckt, nicht nur müssen sie all diese Technologien nicht fürchten, sondern im Gegenteil, die sind ein Gottesgeschenk für jeden autoritären Staat. Die Zensur und die Propaganda im chinesischen Internet funktioniert wunderbar. Und nicht nur funktioniert also die Informationsblockade, also das Aussperren schädlicher Informationen, sondern es funktioniert noch besser das Verbreiten der eigenen Propaganda über diese Medien, über das Internet, über Social Media. Hongkong, im Falle von Hongkong sehen wir das wunderbar. Vielleicht haben Sie Artikel gelesen, die Kollegen haben mehrere Artikel geschrieben in den letzten Wochen, darüber, wie die chinesische Propaganda zu Hongkong aussieht. Sie werden in China keinen Chinesen finden, der mit Hongkong sympathisiert. Ja? Weil das Narrativ der chinesischen Regierung, die da in Hongkong auf der Straße sind, ja, das sind verblendete, verzogene, verwöhnte, junge, also Wohlstandsverwöhnte, ja, sie mischen auch den Neid noch rein, ja, die sind natürlich reicher, die Hongkonger, als ihr, ja, also diese verwöhnten Wohlstandszöglinge an den Strippen manipuliert von den dunklen Mächten des Auslands, von den Amerikanern, von den Engländern, von den westlichen Demokratien. Und das funktioniert. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe aus all diesen Jahren. Propaganda funktioniert, Zensur funktioniert, Diktatur funktioniert. Und sie funktioniert vor allem in so einem echt originellen Zustand, wie die chinesische Kommunistische Partei es gerade macht. Also, vielleicht fangen wir an, ich weiß nicht, Social Credit, dieses Social Credit System, also es gibt so das Sozialkreditsystem, wo das ist eine blöde Übersetzung. Also eigentlich müsste es heißen soziales Bonitätssystem. Ja. Aber da weiß auch wieder dann immer die Hälfte der Leute nicht, worum es geht. Also ein System, bei dem jeder Punkte kriegt für alles, was er macht. Wir haben das ja auch, Schufa.
Ja, wir haben das für unsere Finanzgeschichte. Also wenn Sie zur Bank gehen und einen Kredit beantragen, dann gibt es da so eine geheime Akte, Ihre Schufa-Akte, in die Ihre Bank Einsicht hat. Und da ist die ganze Finanzhistorie Ihres Lebens drin. Ja, wann Sie Kredite aufgenommen haben, wann Sie diese Kredite zurückbezahlt haben, wie Sie diese Kredite zurückbezahlt haben, ob Sie Steuersünder sind und solche Dinge. Also, wir haben sowas für unsere Finanz- und Wirtschaftstransaktionen. Die Chinesen aber gehen einen Schritt weiter. Mein erstes Interview zu diesem Thema habe ich mit dem Professor an der Beijing-Universität gemacht. Das ist die beste Universität des Landes, die liberalste Universität des Landes war das auch mal. Das ist die Uni, von der alle Demokratiebewegungen in China ausgegangen sind. Und wir fingen also an, über dieses Thema zu reden. Und dann meinte er, ja, ich kenne das, Herr Strittmatter, ja, Ihre Schufa und so. Aber wissen Sie, was wir wollen mit diesem System ist? Wir wollen unsere Leute einteilen in vertrauenswürdige Leute und in Vertrauensbrecher. Wir wollen die Leute ehrlich machen. Wir wollen den Betrug ausmerzen. Und wenn wir wissen wollen, ob wir ihnen vertrauen können, Herr Strittmann, dann ist es schon gut, wenn wir wissen, ob sie ihre Kredite zurückbezahlen oder nicht. Aber es ist doch viel besser, wenn wir auch wissen, wie sie ihre Eltern behandeln und ob sie bei Rot über die Straße gehen. Und ob sie ihr U-Bahn-Ticket bezahlen und was sie einkaufen im Internet und was sie schreiben im Internet überhaupt. Ja. Und das wollen wir. Also, die Aufzeichnung praktisch all ihrer wirtschaftlichen Daten, aber auch all ihrer sozialen und moralischen Aktivitäten. Und das im Idealfall dann soll in Echtzeit alles aufgezeichnet und in Echtzeit ausgewertet und in Echtzeit sanktioniert, bestraft oder aber belohnt werden. Ja, wenn Sie viele Punkte, wenn Ihr Punktestand hoch ist, dann kriegen Sie billige Kredite. Sie kriegen billige Flugtickets. Sie kriegen vielleicht einen besseren Job. Und wenn Sie aber auf der schwarzen Liste stehen, wenn Sie runtergerutscht sind, dann geht es Ihnen so wie 20 Millionen Chinesen im letzten Jahr schon. Die Zahl ist eine Zahl der chinesischen Regierung. Die habe nicht ich erfunden. 20 Millionen Mal wurde chinesischen Bürgern der Kauf eines Flugtickets verwehrt im letzten Jahr. Sie dürfen nicht mehr fliegen, Wenn ihr Punktestand zu schlecht ist. Sie dürfen nicht mehr in Hochgeschwindigkeitszüge einsteigen. Sie dürfen nur noch die langsamen Züge nehmen. In den langsamen Zügen dürfen Sie nicht mehr weich schlafen, so heißt es in China, sondern nur noch hart schlafen. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Das ist so der Unterschied zwischen unserem Schlafwagen und Liegewagen. Also Sie dürfen nur noch auf die Sechser pritschen und nicht mehr in die gemütlichen Viererabteile. Sie kriegen nur noch langsames Internet und kein schnelles Internet mehr. Ihre Kinder dürfen nicht mehr auf teure, sprich gute Schulen gehen. Solche Dinge. Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail zugeschickt bekommen von irgendeinem Umfrageinstitut Deutschland. Ich lese es wortwörtlich vor. 40% der Deutschen fänden es gut, wenn sie das Verhalten ihrer Mitmenschen positiv oder negativ bewerten könnten. Fast genauso viele, 39%, haben auch kein Problem damit, wenn sie selbst durch andere bewertet würden. Die Umfrage ist von einem Institut namens Sinus in Zusammenarbeit mit YouGov. Das ist so ein anderes Institut. Die Überschrift dieser E-Mail, dieser Meldung war dann klare Absage an den Überwachungsstaat. Weil es nur 40% waren. Ich war ehrlich gesagt leicht schockiert von diesen 40%. Schon. Erstaunlicherweise waren die jüngeren Befragten kritischer dem gegenüber in Deutschland als die älteren. Also in China passiert gerade was Historisches. In China entsteht etwas komplett Neues. Eine Gesellschaft, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Ja, eine Diktatur, die sich digital neu erfindet, die den Menschen bis in den letzten Winkel seines Gehirns durchleuchtet, mithilfe von Big Data, und ihn dann bewertet, in jedem Augenblick seines Daseins. Also die Idee ist einfach, jeder von uns generiert nonstop ein Set von Daten. Und nicht nur jedes Individuum, auch jede Firma. Es gibt für Firmen ein eigenes Social Credit System. Jeder generiert nonstop ein Set von Daten. 24 Stunden, außer sie schlafen wahrscheinlich irgendwie, aber 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und der Staat muss nur diese Daten auswerten und kann dann
Ihr Verhalten als Individuum, aber eigentlich ist es wahrscheinlich noch wichtiger für den Staat, das kollektive Verhalten aller steuern, manipulieren, beeinflussen. Wenn Sie genau darüber nachdenken, hört sich das erstmal gar nicht so viel anders an, als das, was auch Facebook und Google und andere machen wollen. Ja? Deswegen ist China auch so interessant für dem, was passiert. Es ist so ein bisschen der schwarze, also im Englischen gibt es eine tolle Serie, so eine Science-Fiction-Serie, wo so Dystopien dargestellt werden. Auf Netflix können Sie ein paar Folgen von denen sehen. Black Mirror heißt die, der schwarze Spiegel. China ist so ein bisschen unser schwarzer Spiegel, ja. Was alles möglich wäre, was alles. Und erstaunlich, all diese Firmen, die zeigen mit dem Finger auf China, ja, Facebook, Google und rennen zu ihren Regierungen, ja, und die Deutschen rennen zur deutschen Regierung und die Amerikanischen zur amerikanischen Regierung und sagen, hey, guckt auf China, Wahnsinn, und die rennen uns davon und wir müssen genau dasselbe machen, sonst werden wir abgehängt, ja. Also sprich, vieles von da, was da passiert, was da ausprobiert wird, und zwar mit einer Hemmungslosigkeit. Also ich habe die letzten 2 Jahre meines Reporter-Daseins in China eigentlich ausschließlich damit verbracht, solche Firmen zu besuchen. Gesichtserkennungsfirmen, Stimmerkennungsfirmen, Firmen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Aber das ist auch schon der Punkt, das ist auch schon einer der ersten großen Unterschiede. Das ist schon ein riesiger Unterschied, ob Sie eine Firma wie Facebook haben, deren Chef, Mark Zuckerberg, sich eben einmal im Jahr wie so ein Schulbub irgendwie auf den Bänken des Senats in Washington einfinden muss und da den Kopf gewaschen kriegt. Das ist ein riesiger Unterschied, ob sie all diese mächtigen Instrumente der Kontrolle und Manipulation, die so mächtig sind, wie es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, wenn sie die innerhalb eines Systems haben, wo es noch Gewaltenteilung gibt, wo es unabhängige Justiz gibt, wo es unabhängige Medien gibt, wo es eine Debatte über Privatschutz, Privatsphäre und Datenschutz gibt, so wie bei uns. Ja? Deswegen sind wir auch so nervös, weil wir ständig drüber reden. Ja? In China wird ja nicht mal drüber geredet. Die Debatte ist tabu. Und all diese Macht, all diese Ressourcen in der Hand der Diktatur. Der Professor, von dem ich da gerade gesprochen habe, der hat dann gesagt, Herr Strittmatter, wenn Sie sieht's, also ich muss dazu sagen, dieses System ist noch nicht landesweit umgesetzt und eingeführt. Das wird passiert erst im nächsten Jahr. Es gibt Pilotprojekte im Moment noch im ganzen Land. Und der Professor sagte zu mir, wenn Sie sehen wollen, wo das ganz toll umgesetzt wird, dann fahren Sie nach Rongcheng, in die Stadt Rongcheng, in Shandong, in der Provinz Shandong. Ich hatte noch nie von der Stadt gehört. Aber das ist so oft in China. Ja? Wenn Sie in China, diesmal, als ich zurück bin, wie gesagt, ich spreche fließend Chinesisch, war mal mit einer Chinesin verheiratet irgendwie. Ich habe 16, 17 Jahre gelebt in diesem Land und trotzdem, ja, also als ich 2012 zurückkam nach China, ging eine meiner ersten Reisen nach Bengbu. Hat jemand von Ihnen schon mal von Bengbu gehört? Nicht, oder? Ich auch nicht, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Und ich saß im Zug nach Bengbu und guckte dann erstmal so auf Wikipedia, Bengbu, ja, so heimlich. 3 Millionen Einwohner. Ja, so groß wie Berlin fast. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich in der chinesischen Liste der großen Städte auf Platz Nummer 254 oder so. Also verrückt. Von Rongcheng hatte ich auch noch nie was gehört. Aber Rongcheng ist kleiner, hat 600.000 Einwohner, hat aber das größte Atomkraftwerk der Erde, was sie mir dann ganz stolz erzählt haben auch. Und in Rongcheng, da sagte der Professor, und da gehen Sie, die gehen nach Rongcheng und dann schauen Sie sich das Amt für Ehrlichkeit an. Chengxinban, das Amt für Ehrlichkeit. Das ist toll, gell? George Orwell ist übrigens nicht verboten in China. Sie können 1984 in jeder Buchhandlung, in jeder gut sortierten Buchhandlung lesen und kaufen. Und man hat aber halt, wenn man dann sowas hört, das Gefühl, er wird eben nicht als Mahnung und Warnung gelesen in China, sondern als Gebrauchsanweisung. Ministry of Truth, das Amt für Ehrlichkeit. Das habe ich dann besucht, das Amt für Ehrlichkeit. Und die haben mir dann erzählt, wie sie das machen in Rongcheng. Und in Rongcheng machen sie es wirklich so wie aus dem Bilderbuch. Da fängst du an mit 1.000 Punkten. Jeder Bürger kriegt 1.000 Punkte und dann steigst du die Leiter hoch, wenn du ein braver, gehorsamer, ordentlicher, fleißiger Bürger bist. Und du fällst die Leiter runter, wenn du alles andere bist, ja. Ich habe so eine Nachbarschaft besucht,
also so ein paar Blocks, die einfach zusammengehören, und aber auch, da haben 15.000 Leute gelebt in dieser Nachbarschaft, so gute Mittelschicht, da standen VWs und Audis vor der Türe, also den Leuten ging es gut, ja. Und die hatten eine riesige Tafel vor der Tür und da standen, wurden jeden Monat die 100 Topscorer raufgeschrieben, also die 100, die die meisten Punkte gekriegt haben. Und die 100, die sich am meisten schämen müssen, weil der Pranger, also das Public Shaming, ist zentraler Teil dieses ganzen Systems. Die anderen sollen sehen, dass du die Leiter runterfällst. Und dann stand also ganz oben bei denen, die Minuspunkte kriegten, stand die Frau Wang, weil die Frau Wang hatte ihren Hund auf den Rasen kacken lassen und es nicht weggeräumt. 5 Minuspunkte. Ihr Nachbar, der Herr Liu, hat auch 5 Minuspunkte gekriegt, weil der hat im Januar einen Eimer Wasser vor die Türe gekippt und es gefror dann und da sind dann Leute ausgerutscht. Während die Familie Wang 10 Pluspunkte gekriegt hat, weil sie ihren Kellerraum für den Nachbarschaftschor zum Singen roter Lieder zur Verfügung gestellt hat. Also revolutionärer, maoistischer Songs. Ja, und so kann man sich eben hoch und runter arbeiten in diesem System. Also wie gesagt, es geht wirklich bis runter auf diese Graswurzelebene, aber dann auf der städtischen Ebene sind es schon andere Dinge natürlich. Sie kriegen Pluspunkte für Freiwilligenarbeit, sie kriegen Pluspunkte, wenn sie Knochenmark spenden, sie kriegen aber auch Pluspunkte, wenn sie Geld spenden. Ja, das ist natürlich auch so. Also für 500.000 Yuan 100 Pluspunkte. Ich habe diesen Professor, nämlich, das ist ja auch eine Frage mit diesem System, eine Frage, die uns sofort kommt. Ja, Zhang Zheng hieß der Professor, gesagt, Zhang, ja, also Eltern verprügeln und schwarz U-Bahn fahren finden wir auch nicht gut. Aber da gibt's doch Gesetze. Ja? Das macht man doch normalerweise vor Gericht und mit dem Rechtssystem. Und die Gesetze gibt's bei Ihnen auch. Wieso brauchen Sie da dieses Sozialkreditsystem? Ja? Und dann war er so, ja, ein Strittmatter, Sie wissen ja. Er sagte, Wom de fa zhi bu wan mei. Unser Rechtssystem ist nicht perfekt. Ah, Sie wissen ja, unser Rechtssystem ist nicht perfekt. Klar, weil China ist kein Rechtsstaat. Ja. Aber genau dieselben Gründe, warum das Rechtssystem nicht perfekt ist in China, nämlich 2 vor allem, politische Einflussnahme. Die Richter müssen auf die Parteifunktionäre hören vor Ort. Und 2, Korruption. Das ist meine Wette. Am Ende sind genau dieselben Gründe, die dafür sorgen werden, dass dieses Sozialkreditsystem am Ende total denselben Weg geht wie das Rechtssystem Chinas. Aber sie probieren es jetzt eben. Und wie gesagt, das Ziel ist Vertrauen schaffen. Misstrauen ist eines der größten Probleme der chinesischen Gesellschaft. Die chinesische Gesellschaft ist eine kranke, ist keine gesunde Gesellschaft. Jeder misstraut jedem. Das ist ein Phänomen, das man in allen autoritären Ländern findet. Das ist ein Phänomen, das schon Aristoteles oder als Gebrauchsanweisung beschreibt. Er sagt, der Tyrann muss dafür sorgen. Sorge dafür, dass die Leute einander misstrauen. Ja? Die Leute dürfen sich nicht verbrüdern. Das ist das Rezept für jeden Diktator, jeden autoritären Herrscher. Die Leute müssen einander misstrauen. Aber die chinesische Kommunistische Partei ist auch so weit gekommen. Mittlerweile soll ja irgendwie das Wirtschaftswachstum ist ja eine Säule ihrer Legitimation. Und die haben schon gemerkt, also wenn es zu viel Misstrauen gibt, und es wird nicht nur misstraut jeder jedem, sondern alle misstrauen auch jeder Firma und jedem Amt. Ja, die wollen uns nur vergiften und die wollen uns über den Tisch ziehen und unendliche Lebensmittelskandale, alles Mögliche. Und das hindert am Ende auch das Wirtschaftswachstum. Das ist ein großer Grund, warum es dieses System gibt. Es ist ein wirtschaftlicher, tatsächlich. Also das nehme ich der Kommunistischen Partei auch ab. Es ist nicht nur die Überwachung. Aber die Überwachung ist die zweite Säule dieses Systems. Dieses System, erstaunlicherweise, nächstes Jahr soll es eingeführt werden, viele Chinesen kennen das noch gar nicht. Was auch lustig ist irgendwie, ja, wenn du auf Chinesisch heißt das Shihui Xin Yong Qi Xi, das System der sozialen Vertrauenswürdigkeit. Also die meisten kennen es nicht und wenn du es ihnen dann erklärst, dann finden sie es total super. Ja, weil sie sagen, Vertrauen, das System soll Vertrauen bringen, genau das, was wir brauchen. Das größte Problem unserer Gesellschaft ist Misstrauen. Vor 2 Jahren hat ein internationales Meinungsforschungsinstitut, ich glaube, mehr als 100 Länder in der ganzen Welt befragt, was das größte Problem in ihrer Gesellschaft sei. Und es hat bei den meisten Ländern, es gab so abwechselnd 3, 4 Antworten, die sich immer wieder wiederholt waren. Arbeitslosigkeit, Terrorismus, Sicherheit, Kriminalität, so diese Sachen.
Umweltzerstörung in Europa fiel. China war das einzige Land auf der ganzen Welt, wo das Problem Nummer eins war Moral Decay, der moralische Verfall, wo die Leute gesagt haben, das ist das Problem Nummer eins in unserer Gesellschaft. Ja, und dann kommt dieses System und behauptet, genau dieses Problem werden wir lösen. Es gibt einen Teilaspekt dieses Systems, den viele schon kennen in China, das ist der kommerzielle. Also du hast auf der einen Seite hast du die Behörden, die da mitmachen. Ja. In Shanghai gibt es eine App schon, das heißt der ehrliche Shanghaier, wenn du das runterlädst und da rein starrst, dann erkennt er dein Gesicht, ohne dass du dich vorher registriert hast mit deinem Gesicht, weil dein Gesicht ist schon in 1000 Datenbanken in China. Der weiß, wer du bist und lädt innerhalb von Sekunden, damals, als ich die Recherche gemacht habe, mehr als, ich glaube, es waren mehr als 5000 Einzelinformationen von mehr als 100 verschiedenen Regierungsämtern runter und sagt dir dann, ob du ein, da gab es nur drei Stufen. Es gab, du bist ein guter Shanghaier, du bist ein Solala-Shanghaier oder du bist ein schlechter Shanghaier. Diese App ist ein Gag, diese App ist noch nicht verpflichtend. Aber das System ist verpflichtet. Alle Shanghai ist schon Teil. Shanghai hat ein eigenes Pilotprojekt. Die Shanghaier sind alle schon Teil des Systems. Die Ausländer in Shanghai auch, ohne dass sie es wissen. Jeder, der in China lebt, ist schon Teil dieses Systems. Ausländische Firmen werden auch Teil dieses Systems werden. Und ja. Also du hast die Regierung auf der einen Seite und du hast aber auf der anderen Seite einen Teil, der sehr, sehr populär ist und den kennen wirklich viele. Du hast nämlich, also China ist uns ja in vielem, was so Innovation in neuen Technologien angeht, ist uns ja in manchen Feldern total voraus. Ja? Zum Beispiel diese Fintech-Apps, also bargeldlos bezahlen und so. Ja? Ich lebe jetzt in Skandinavien zahlen auch Bargeld, alle bargeldlos. Also wirklich, es ist verrückt, du kannst kaum noch mit Bargeld bezahlen. Aber in Skandinavien heißt bargeldlos bezahlen. Ich habe deswegen auch, ich habe keinen Geldbeutel mehr, ich habe nur noch hier so ein Kartending, was übrigens super ist. Das hat mich so genervt mein ganzes Leben lang. Diese, also ich weiß, Frauen kennen das nicht, aber Männer, die so ein dicker Geldbeutel da am Arsch, das ist sowas, da kriegt man so Abschürfungen und also ich bin total froh, dass ich das nicht mehr habe und liefere mich selber da total willig diesem System aus. In Skandinavien aber benutzen alle Karten. Karten sind für die Chinesen schon was völlig Mittelalterliches. Ja? Keiner benutzt Kreditkarten. Macht alles nur über das Handy. Bargeldlos bezahlen heißt, du hast eins von zwei Apps, WeChat, Weixin auf Chinesisch oder Alipay und bezahlst damit alles. WeChat und Alipay sind beide auch schon in Europa angekommen mit den chinesischen Touristen. Überall, wo chinesische Touristen sind, kannst du mittlerweile auch mit WeChat und Alipay bezahlen. Und Alipay gehört Alibaba, das ist einer der größten Internetkonzerne der Welt, macht auf seinen Plattformen mehr Umsatz als Amazon und eBay zusammen und hat, also als ich aus China raus bin, vor einem Jahr hatten sie 500 Millionen Nutzer ihrer App Alipay. Und ein Teil dieser App Alipay ist ein Mini-Programm namens Sesame Credit. Und das ist der Sozialkredit-Teil dieser App. Da kannst du auch Punkte machen. Hoch bis zu 930, ich glaube zwischen 350 und 930 Punkte. Und du wirst eingestuft nach deinem Online-Einkauf. Das ist eine kommerzielle App, ja. Das ist eine Online-Shopping-Riese. Das heißt, es geht vor allem um kommerzielle Sachen. Wie du shoppst, wie du bezahlst, wie schnell du bezahlst, was du shoppst, aber auch, also einer der Manager dieser App hat mal ein Interview gegeben, die sind eigentlich alle ziemlich, also man weiß nicht, wie die Algorithmen funktionieren, das ist alles total geheim, aber ab und zu gibt es so kleine Schnipsel, die doch in die Öffentlichkeit geraten, wie dieses Interview, und der Typ hat gesagt, ja, wir gucken uns einfach an, wenn so ein junger Mann nachts 8 Stunden lang Videospiele zockt, ja, weil die auch natürlich Videospiele als Teil ihres Imperiums haben, dann stufen wir den runter. Ja, dann ist der nicht. Wenn aber ein junger Mann jede Woche einmal Windeln kauft, dann gehen wir davon aus, dass das ein junger Vater ist. Also ein junge Väter sind automatisch verantwortungsbewusster und vertrauenswürdiger. Wir gucken uns auch an, wer deine Freunde sind. Wenn deine Freunde Niedrigscorer sind, dann wirst du auch runtergestuft. Also am besten suchst du dir deine Freunde ganz genau aus. Ja. Die haben eine Zusammenarbeit auch mit der größten Online-Partnervermittlung in Chinas, Baihe, und die Leute stellen ihren Punktestand mittlerweile schon
in ihr Profil rein. Also, ja, Fräulein Wang, ich habe ein Apartment, ich bin von der Peking-Universität, habe ich einen Abschluss und ich habe 890 Punkte auf Sesame Credit. Ich bin ein super Fang. Nimm mich. So, das ist alles schon Realität in China. Darüber wurde einiges geschrieben in den letzten Jahren. Sie haben wahrscheinlich auch schon Artikel darüber gelesen. Sie haben vielleicht Fernsehbeiträge darüber gesehen, weil das so der sexy Part ist dieser ganzen Hightech-Überwachung. Aber das ist nur ein Teil, ja, und das ist nicht stellvertretend für das alles. Das ist ein Teil von dem, was passiert. Es passiert viel, viel mehr. Es passiert das, was bei uns auch passiert, dass alle ihre Gehirne in diese Dinge ausgelagert haben. Es gibt diese eine App, die ich gerade schon erwähnt habe, WeChat. Die ist mächtiger als alles, was es im Rest der Welt gibt. Ja, WeChat begann vor ein paar Jahren irgendwie als eine Kopie von WhatsApp. Das war so ein Messaging-Dienst am Anfang. Ja. Das war am Anfang das chinesische WhatsApp. Ganz schnell war es auch das chinesische Facebook, dann war es das chinesische Uber, dann war es das chinesische Booking.com. Heute kannst du über WhatsApp Kredite aufnehmen, du kannst Scheidungsurkunden beim Gericht einreichen, du kannst alles machen. Du bezahlst mit WhatsApp irgendwie jeder deiner Schritte und es ist wahnsinnig praktisch. Und meine Freunde kommen aus Europa wieder, von Schloss Neuschwanstein und aus Luzern, von ihrem Urlaub, ja, sind begeistert von der romantischen Anmutung des Ganzen und sagen aber, ihr seid echt im Mittelalter stecken geblieben. Das ist so bequem bei uns. Ja? Wieso habt ihr das nicht? Ja, es ist wahnsinnig bequem. Es ist halt auch wahnsinnig bequem für die Staatssicherheit. Jeder deiner Schritte. Ja? Also eine meiner Thesen, die ich in dem Buch vertrete, ist, es war immer so eine Frage, wie nennen wir China eigentlich? Ja? Ist China eine Diktatur, wie ich hier sage? Ich habe immer gesagt, China ist eine Diktatur. Aber es gab ja ein paar Jahre, wo viele Leute sich das nicht mehr getraut haben, oder? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber so die ganzen späten 80er, 90er Jahre, alle Leute immer so, China, autoritäres System. Ja, vielleicht haben sie dann so ein bisschen verschämt geflüstert, weil wir haben diese Wahnsinnsgeschäfte gemacht mit dem Land und irgendwie Diktatur hört sich so ein bisschen eklig an. Lange haben die Leute nicht mehr gesagt, dass China eine Diktatur ist. Was verrückt ist, weil die Kommunistische Partei Chinas das selber in ihren Parteistatuten wortwörtlich drinstehen hat und in der Verfassung der Volksrepublik China steht wortwörtlich seit 1949 drin. Wir sind die demokratische Diktatur des Volkes. Also die Chinesen hatten nie ein Problem damit, sich selber Diktatur zu nennen. Wir schon. Ich hatte auch nie ein Problem damit, aber es gab ein Wort, mit dem ich ein Problem hatte sehr lange. Es gab Leute, die immer auch ganz schnell mit diesem Wort waren, Totalitarismus, totalitärer Staat. Ja, ist auch so ein Kampfbegriff. Und die ganzen letzten Jahrzehnte auch immer gesagt, China ist ein totalitärer Staat. Und das ist totaler Quatsch. Ja? Also ein totalitärer Staat war die Sowjetunion unter Stalin für mehrere Jahre und China unter Mao Zedong für mehrere Jahre. Ein Staat, wo die Herrschaft, die Kontrolle und die Herrschaft durch nichts, keine Schranken kennt. Und wo die Partei noch in die letzten Windungen deines Gehirns geht und wo die Partei noch in ein Schlafzimmer geht, unter deine Bette geschlüpft und guckt, was da passiert. Und das war das China der maoistischen Kulturrevolution. Und das kommt jetzt wieder. Jeder unserer Gedanken, ich meine, das ist ja bei uns auch so, jeder unserer Gedanken ist in diesem Ding hier zum Beispiel. Jeder unserer Schritte, und das ist ja nicht mal eine Metapher, haben Sie das Ding eingestellt? Meine Frau, jeden Abend, ganz stolz, 14.000 Schritte. Und ich denke mir, verrückt, ja. Ich weiß nicht, die es nicht kennen, also da ist ein Schrittzähler drin. Ich habe den sofort ausgeschaltet, weil was geht Apple an, wo ich hinlaufe und wie viele Schritte ich tue, ja. Aber viele Leute nutzen das ganz begeistert. Also jeder unserer Gedanken, jeder unserer Schritte ist darin und wird natürlich verfolgt. Wir tragen unsere Wanze selbst freiwillig am Körper mit und wir legen es nicht mal in der Toilette weg und auch nicht im Schlafzimmer. Wir legen es neben unser Kopfkissen oder sogar unter unser Kopfkissen. Verrückt. Ein Himmelsgeschenk für Diktaturen natürlich. Künstliche Intelligenz. Da sage ich jetzt ein paar Worte. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde. Entschuldigung, ich bin noch nicht mal bei der künstlichen Intelligenz. Ich sage noch ein bisschen was zur künstlichen Intelligenz, dann höre ich lieber mal auf und Sie fragen einfach ein paar Fragen und ich verpacke dann alles andere in meine Antworten. Das ist eine Entwicklung, also dieses Handy hat ja jetzt auch mal mit künstlicher Intelligenz erstmal nichts zu tun. Ja? Überwachung durch Internet, Überwachung durch Handy, das ist ja jetzt schon klassisches Hightech eigentlich. Ja? Aber die künstliche Intelligenz, das ist wirklich was Neues. Ja? Und das ist eine Entwicklung, die explosiv passiert ist in China in den letzten 2,5 Jahren. Warum? Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen
an den 15. März 2016, glaube ich. Das ist jetzt total eine fiese Frage, weil ich weiß natürlich, was da war. Da ist in einem Ballsaal in einem Hotel in Seoul, die südkoreanische Hauptstadt, etwas passiert, was viele Leute schockiert hat, überall auf der Welt, inklusive in der Feuilleton-Redaktion unserer Zeitung und der FAZ. Seitenlang wurde darüber berichtet. Da hat nämlich eine Maschine, AlphaGo, eine Maschine des Google-Konzerns, zum allerersten Mal den weltbesten Go-Spieler geschlagen. Es gab schon mal so einen Moment für die Menschheit, wenn Sie sich erinnern, 10 Jahre davor, als dieser IBM-Computer Deep Blue Garry Kasparov geschlagen hat. 10 Jahre vorher. Aber Go ist was völlig anderes als Schach. Es ist eine ganz andere Liga. Ja? Unendlich viel komplexer als Schach. Und alle Software-Experten und alle Programmierer und alle Computerwissenschaftler haben schon damit gerechnet, dass der Maschine das irgendwann gelingt, die Menschen im Go zu schlagen. Die Go-Profis zumindest. Aber alle dachten, das passiert in 10 Jahren oder so, ja, 2026 und nicht 2016. Deswegen waren alle schockiert. Ja. Und keiner war so schockiert wie die chinesische Regierung wahrscheinlich. Oder zumindest muss man sagen, keiner hat so aufgepasst wie die chinesische Regierung. Das ist ja auch verrückt, ja. Also warum diese Regierung, diese Partei überhaupt so lange überlebt hat, warum sie so erfolgreich war, warum sie es geschafft hat, dieses Land zum wirtschaftlich zweitmächtigsten Land im Moment dieser Erde zu machen und bald vielleicht zum wirtschaftlich mächtigsten. Warum sie es geschafft hat, so viele Wendungen hinzukriegen, weil sie von wirklich einer chamäleonhaftigen Anpassungsfähigkeit ist, ja. Die haben sich ja schon mal neu erfunden, ja. Eben nach Mao haben sie sich schon mal neu erfunden, haben einfach den Kommunismus in die Ecke gehauen irgendwie. Und jetzt erfinden sie sich wieder neu und mit einer Geschwindigkeit. März 2016, go. Also, und es gibt, wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Theorie, dass das ein Wendepunkt war, sondern es gibt mehrere Aussagen von chinesischen Regierungsberatern, die genau das sagen. Das war unser Sputnik-Moment, haben sie wortwörtlich gesagt. Weiß nicht, ob sich ein paar noch an die Sputnik erinnern. Der sowjetische Satellit, der damals die Amis so geschockt hat. Ja, plötzlich waren die Sowjets im All. Ja, und dann passierte damals in Amerika genau das Gleiche, was heute in China passiert. Die Regierung war schockiert und dachte, wow, wir verlieren den Wettlauf um die Zukunft. Wir müssen all unsere Ressourcen in dieses eine Feld reinwerfen. Und nur deshalb, weil es diesen Sputnik-Schock gab, waren die Amerikaner ein paar Jahre später auf dem Mond. Weil sie über Nacht all ihr Geld, all ihre wissenschaftlichen Ressourcen auf die Weltraumforschung geworfen haben. Und die Chinesen machen jetzt genau dasselbe. Innerhalb ein Jahr danach, nur ein Jahr nach diesem Märztag in Seoul, kam die chinesische Regierung raus mit ihrem Programm für künstliche Intelligenz, für die Entwicklung. Und da steht wortwörtlich drin, bis zum Jahr 2025 holen wir führende Forschungsnationen der Welt ein, gemeint sind natürlich die USA. Und im Jahr 2030 sind wir die Nummer 1 bei der künstlichen Intelligenz. Ja? Und natürlich ist eine treibende Kraft des Ganzen auch wieder die Wirtschaft. Es geht natürlich darum, die Wirtschaft des Landes in die Zukunft zu katapultieren und Krisensteuerungsmechanismen für Wirtschaft und Finanzströme zu entwickeln. Ja? Aber gleichzeitig geht es natürlich um, wie die Chinesen das in diesen Papieren immer nennen, die Verwaltung der Gesellschaft. Wir wollen Krisen vorhersagen bei der Verwaltung der Gesellschaft. Ja. Und der Vizeminister für Wissenschaft und Technologie hat, ich glaube, im selben Monat sogar, als dieses Papier vorgestellt wurde, gesagt, und wir werden mit Hilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz, wir werden im Voraus wissen, wer ein Terrorist ist und wer Böses im Schilde führt. Und jetzt Klammer auf, das ist von mir, und zwar bevor der Betroffene selber es weiß. Das ist genau das, was in Xinjiang passiert heute. Xinjiang, die Uiguren-Provinz im Westen, verrückt. 1,5 Millionen Menschen in Lager, über Nacht in einem Lagersystem, das innerhalb von 2 Jahren aus dem Boden geschossen ist. Das größte Lagersystem der Welt steht heute in Xinjiang, Inga. Es gibt nur 9 Millionen Uiguren. 1,5 Millionen von denen. Das ist so, als wären irgendwie 12 Millionen Deutsche, ja, innerhalb von 1,5 Jahren im Lager verschwunden. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Anklage, ohne alles. Nur weil die Sammlung verschiedener Big Data
Punkte oder aber auch, ja, Xinjiang ist nämlich das Labor für all diese Entwicklungen. Das Labor für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, von Überwachungstechnologie, von Gesichtserkennung. All das, was in China eingeführt werden soll, wird zuerst in Xinjiang ausprobiert. All diese Firmen, ja, die Namen, die ich schon genannt habe, Alibaba und so, Huawei, all die sind mit eigenen Abteilungen und Filialen in Xinjiang vor Ort und entwickeln dort Dinge und probieren die schon aus. Ja, und dann landest du im Lager. Zusammen mit, es wird nicht nur, ja, also dein Handy irgendwie, aber das geht, ja, es gibt einen Bericht über die Chinesen nennen das die Polizeiwolke, ja, die Police Cloud, was die Polizei alles sammelt irgendwie. Da sind also biometrische Daten natürlich drin, ja, zum Beispiel, was sie in Xinjiang gemacht haben in den letzten Jahren, ist, dass sie, mobile Arztteams durch die Dörfer gefahren, in alle uigurische Dörfer und haben gesagt, ihr kriegt eine kostenlose Gesundheitsuntersuchung. Und haben dann die Iris gescannt, Gesichtserkennungsdatenbank angelegt und die DNA genommen von allen muslimischen Bewohnern der Provinz Xinjiang. Ja. Also, du hast die biometrischen Daten, du hast das Online-Shopping-Verhalten, du hast Geburtenkontrolldaten, ja, weil das ist in China alles genau, ja, wie, wann, wo, mit welchen Mitteln hast du Geburtenkontrolle gemacht. Du hast Take-Away-Bestellungen, all das, ja, es wird alles gesammelt und kommt in die große Cloud und trägt zu deinem Profil bei. Und mit wem bist du zusammen? In Xinjiang kannst du nicht mal mehr tanken, ohne dass dein Gesicht, du musst mit Gesichtserkennung, wenn du an die Tankstelle fährst, musst du zuerst dein Gesicht scannen und erst dann lässt die Schranke dich rein. Ja, und erst dann darfst du Benzin tanken. Wenn du ein Messer kaufst, du darfst übrigens nirgends in China kriegt man ein Messer. Ich weiß nicht, wenn Sie schon mal in Peking oder in Shanghai waren, haben Sie mal geguckt, wenn Sie in einem Kaufhaus sind oder bei IKEA in Peking, da liegen keine Messer aus. Die Messer liegen im Hinterraum. Die kriegen Sie, wenn Sie einen Pass vorzeigen. Also die großen, ja, nicht die kleinen Buttermesser, aber die großen Küchenmesser. Sie kriegen in China, in ganz China, nur ein Messer mit Pass und Registrierung. Ihr Name wird registriert auf dieses Messer. In Xinjiang gehen Sie noch einen Schritt weiter, da wird in manchen Regionen mittlerweile ein Barcode eingelasert in das Messer. So ein Code eingelasert, der Ihre Informationen, ja, weil man natürlich automatisch davon ausgeht, dass der Uigure an sich automatisch ein Messerstecher ist. Ja, also das sind die Extreme, zu was das führen kann. Ja, ich muss mich ein bisschen kurz fassen. Irgendwie die Volkszeitung hat im letzten Jahr einen Tweet abgesetzt. Da hat sie gesagt, ganz stolz, auf Englisch, die twittern ja. Die chinesischen, obwohl Twitter und Facebook ist ja alles verboten in China, aber sie benutzen es natürlich selber für ihre Auslandspropaganda. Und im letzten März haben sie einen Tweet abgesetzt, da haben sie gesagt, unser Himmelsnetz, so nennen sie das Netz der Überwachungskameras, das sind eben Überwachungskameras, da sitzt kein Polizist mehr in der Wache und guckt sich die Bilder an, sondern es ist, wie gesagt, künstliche Intelligenz, ein Algorithmus wertet die aus, Gesichtserkennung und seit einem halben Jahr auch eingeführt, es wird nicht mehr nur ihr Gesicht erkannt, sondern auch Gangerkennung gleichzeitig. Das wird kombiniert mittlerweile. Ja, jeder Mensch geht unterschiedlich. Also das Muster ihres Ganges und Muster ihres Gesichts wird gemeinsam ausgewertet. So, und das Netz dieser Überwachungskameras nennen die Chinesen Himmelsnetz, Skynet. So heißt auch der böse Algorithmus übrigens in den Terminator-Filmen mit Arnold Schwarzenegger. Und ich glaube nicht, dass die chinesische Polizei die Ironie irgendwie verstanden hat. Also in diesem Tweet hieß es wortwörtlich, unser Himmelsnetz ist jetzt schon in der Lage, jeden der 1,4 Milliarden Chinesen innerhalb von einer Sekunde zu erkennen. Stimmt das überhaupt? Ich würde behaupten, nee, so weit sind die noch gar nicht. Ja. Das stimmt noch gar nicht. Aber, und jetzt kommt ja das Interessante an dem Ganzen, das ist völlig wurscht, ob das stimmt oder nicht. Ist total egal. Du brauchst nur die Illusion dessen, dass es stimmt am Ende. Ja. Das allsehende Auge
das alles sehen könnte, das muss nicht hinschauen in dem Moment. Aber es reicht dein Wissen, dass da oben ein allsehendes Auge ist, das in diesem Moment hinsehen könnte. Das ist das Prinzip des Panoptikons. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Irgendwie sehr, sehr interessant. Das ist aber auch das Prinzip einer jeden Religion. Und es ist das Prinzip des chinesischen Überwachungsstaats. Das Perfide an dem Ganzen. Ich habe gesagt, der Totalitarismus kommt zurück. Aber der Totalitarismus kommt in einer ganz perfiden und smarten Version, einer viel, viel smarteren Version zurück. Er kommt nämlich in seiner neuen Version völlig aus, ohne diese Alltagserfahrung von Gewalt, die früher mit Totalitarismus zusammen war. Ja, der Terror, der stalinistische, der sprichwörtliche stalinistische Terror. Es gab Jahre unter Stalin, da sind, also die überwältigende Mehrzahl der Sowjetbürger ist zitternd vor Angst ins Bett gegangen und zitternd vor Angst aufgewacht. Und es gab solche Jahre in China. Ja. So ist es heute nicht mehr. Das Ziel all dieser Mechanismen, die ich jetzt genannt habe, ist nämlich, und das ist wirklich, also eigentlich, es ist faszinierend, ja, also wenn Sie draufschauen, also auch wie es funktioniert, wie toll das bislang schon funktioniert. Ich meine, das ist alles noch ein Work in Progress, ja. Das ist alles auch eine Wette, die dieser Staat eingeht gerade. Wird es am Ende wirklich dann zusammen, gehen alle Puzzleteilchen zusammen, ja. Wir sind Zeuge dessen, wie das gerade ausprobiert wird. Aber im Moment funktioniert es eigentlich super. Und das Ziel ist, die Internalisierung der Kontrolle. Das Ziel ist, dass jeder die Kontrolle in seinem Kopf selber hat. Ja? Dass du keinen Polizisten mehr brauchst, der an der Straßenecke steht, sondern dass du dein eigener Polizist bist, dass du dein eigener Gefängniswärter bist. Ja? Bei diesem Sozialkreditsystem, mein Lieblingszitat war in Shanghai dann, als eine Frau, die Frau, die das in Shanghai an leitender Stelle betreibt, im Wirtschaftsreferat der Stadt, und zwar, ja, also kommunistische Kaderin, aber ich meine, ja, Jeans, hochhackige Schuhe, Lederjacke, jünger als ich, Anfang 40 oder so, ja, so eine coole Shanghaierin, die dann, nachdem wir 2 Stunden über dieses System geredet haben, irgendwie, und dann, ja, Herr Strittmatter, ja und ja, mit diesen Sanktionen, jetzt hören Sie doch mal auf mit diesen, immer so hier so da, das Negative, lassen Sie uns doch mal nachdenken, in die Zukunft, lassen Sie uns doch mal in die Zukunft schauen, darum geht's doch. Lassen Sie uns doch mal 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen. Und wenn wir dann eine Welt haben, in der keiner mehr überhaupt auf die Idee kommt, das Vertrauen zu brechen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das wäre doch toll. Das ist die Welt, die wir wollen. Und daran wird gerade gearbeitet. Das ist auch für die, die, das hat sich jetzt so viel nach Orwell angehört und so. Viele von Ihnen waren wahrscheinlich schon in China als Touristen und so. Sie wissen ja, dass China nicht so aussieht wie so ein Orwellscher Kasernenhofstaat. Ja, das ist ein völlig anderes Land auf den ersten Blick als dieses asketische, sozialistische, sowjetische oder auch maoistische China damals. Das ist ja, wenn man steigt aus dem Flugzeug und man kommt in ein Land, da ist alles wild und bunt und aufregend und es ist der größte Kommerz, die größte Kommerz- und Konsumgesellschaft des Planeten, das städtische China. Ja? Singles Day heißt es in China, was hier der Black Friday, also ich war ja 20 Jahre weg aus Europa und komme zurück und plötzlich feiern hier auch alle diesen Black Friday, der mir irgendwie, haben Sie das mitgekriegt? Oder machen das Ihre Kinder vielleicht und Ihre Enkel irgendwie? Das ist Amazon, das ist eine Erfindung von Amazon. Ein Freitag im November oder im Oktober irgendwie, wo also die Shopping-Orgie des Jahres stattfindet, weil alles auf Rabatt heruntergesetzt ist. Und das bricht jedes Jahr Rekorde. Weiß ich nicht, wie viel Milliarden Dollar da also innerhalb von 12 oder 24 Stunden umgesetzt werden. Aber das Ding ist, in China, die Chinesen haben das kopiert. In China heißt das Singles Day, das ist der 11. November. Und wird von Alibaba und am 11. November 2018 in der ersten Minute 2 Milliarden US-Dollar Umsatz. In einer Minute, Mitternacht, eine Minute nach Mitternacht. Die Amerikaner weit hinter sich gelassen. Also, was ist das für ein Land? Das ist ein Land mit Konsum, Kommerz. Wenn Sie ins chinesische Internet gehen, ja, das ist bunt und lustig. Und Sie ersaufen auch im chinesischen Internet 1000 Mal. Ja. Das heißt, das ist viel besser als Orwell.
Das ist eine geniale Mischung aus George Orwell 1984 und Aldous Huxley, Schöne neue Welt, Brot und Spiele, Zirkus. Ja. Bei Aldous Huxley waren es die Kinofilme, also das ist ja auch, von wann ist denn das Buch von Huxley? Ist das 30er Jahre, war das noch vor Orwell? Und das war eine Parabel auf den Kapitalismus. Und China ist ja diese geniale Mischung aus Diktatur und Urkapitalismus und also die Kontrolle in die Köpfe verlegen und das funktioniert wunderbar. Und was hat das Ganze mit uns zu tun? Sehr, sehr viel, aber das erzähle ich jetzt erst, wenn Sie mich fragen. Ich höre jetzt einfach auf.